Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, eigentlich wollte ich nur eine Folge machen. Irgendwann zurück zur Base fahren. Upp. Die sich ja hier oben befindet. Jetzt bin ich ein bisschen mit Schwung hinter die Hecke. Und ja. Weil wir ein Hardcore-Server sind hier in Grunwald. Ich könnte natürlich mit dem Fahrzeug weiterfahren. Gut. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Hardcore-Server so gut gesehen ist. Deswegen kam ich gerade in der letzten Folge, habt ihr ihn noch gesehen? Mit dem Porsche. Der hilft mir wahrscheinlich jetzt aus dem Schlamassel raus. Ja, dann haben wir den auch schon mal kennengelernt. Jetzt die Frage. Aktuell haben wir ja die Pakete alle nur hier oben verteilt in Haiendorf. Weil hier ist eigentlich die DHL-Station, wo wir arbeiten. Aber hier versenden wir Pakete. Finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt sag mal, wie heißt das Ding? Abschätzschienen Grunwald. Nee, okay. Ja. Ich sag mal so, in gut 2,5 Stunden ist Fußball. Deutschland gegen Ungarn. Wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge seht, ist das Spiel schon vorbei. Wir wissen, wer gewonnen hat. Dann kann ich während des Fußballspiels die beiden Videos hochladen. Folge 2 und 3. Für Grunwald. Ja. Ist natürlich jetzt die Frage. Also der Job an sich ist richtig nice. Du fährst zu den Häusern hin, nimmst dein Paket raus, gehst zur Tür, klopfst und du weißt nie, wer die Tür öffnet. So sieht das nämlich aus. Ist natürlich. Ich glaube, ich hätte da ein bisschen langsamer fahren müssen. Aber okay. Passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er mich vor Ort reparieren? Oder schleppt er mich jetzt ab, weil der holt ja jetzt ein Servicefahrzeug. Der Kollege. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge der Aufnahme sind nur 30 Sekunden oder so. Einmal kurz zum Namen anpassen, damit ich weiß, welche Folge ist. Und ja. Schau mal eben was nach. Weil eventuell fahre ich gleich noch zur Fanmeile. Ist aber noch nicht klar. Wir schauen jetzt erstmal, wie lange das hier dauert. Ah, schade, dass hier kein Wasser drin ist. Könnte man hier schön schwimmen gehen in der Zwischenzeit. Okay. Okay, hier ist der Abschleppdienst Grunwald. Ist das Polizei oder ist das der Abschlepper?
Aber man hört ihn schon. Ich habe auf jeden Fall eine Sirene gehört. Weil das Abschleppunternehmen ist hier unten. Da. Das ist ein Stück. Aber okay. So sehen wir das auch mal. Ich höre auf jeden Fall Sirenen. Ich hab dich doch gar nicht gerufen. Guten Tag. Ich hab sie eigentlich gar nicht gerufen, aber ist okay. Ich wurde hier navigiert. Okay, ich hab eigentlich nur die Polizei gerufen, dass die hier absichern, weil ich so ein bisschen auf der Straße stehe. Ah, ach so, okay. Warum kommt jetzt ein zweiter Rettungswagen? Ja, weil die Polizei mir eben hinten reingefahren ist. Okay. Ne, eigentlich Ja. habe ich nur die Polizei gerufen, weil ich einen kaputten Airbag habe. Deswegen hätte ich gefragt, ob die Polizei wenigstens sich absichern kann, dass mir keiner hinten drauf fährt. Ja, oh mein Gott, uns wurde gemeldet, dass hier ein Verkehrsunfall stattgefunden hat oder immer noch am Laufen ist. Ja, ist es ja, aber Und die muss. Airbags ausgelöst sind Ja, währenddessen. richtig. Die Airbags sind auch ausgelöst, sehen Sie ja. Ich bin nämlich rückwärts gegen den Busch gefahren. Der Abschleppdienst ist aber auch schon hier. Die holen nämlich jetzt gerade den Abschlepper. Wenn Sie jetzt eh hier sind, dann weisen Sie Ihren Amtes und untersuchen mich, weil ich weiß ja nicht, ob bleibende Schäden vorhanden sind. Haben Sie denn Schmerzen? Warum taumelst du eigentlich so, Alter? Ja, weil die mit reingefahren sind, Junge. Also ich kann Ihnen sagen, die Airbags sind rausgekommen. Also ich denke mal, leichte Brustschmerzen sind da. So ganz, ganz leicht. Hast du welche Brustschmerzen? Ja. Ich Ja, aber Sie brauchen jetzt dafür irgendwie keine Ibuprofen oder sonstiges. ich habe nicht mit so viel Aufwand gerechnet, weil ich wollte eigentlich nur einen Polizeistreifenwagen, der mal hier absichert, dass mir keiner hinten reinrauscht. Eigentlich Genau, wollte und ich dann gar. ist die Polizei meinem Kollegen hinten reingerauscht und ich wurde nachgefordert. Okay, das heißt, Sie sind eigentlich für den Kollegen da und der Kollege für mich. Richtig. So Okay. schon, ja. Ja, geil. Ich habe mir nämlich ein bisschen Sorgen gemacht. Auf einmal ist es schön, dass Sie da sind. Ja, können Sie sich das Auto. Aua, das tat weh. Ah. Nee, im Prinzip bin ich davon ausgegangen, weil kein Abschlepper da ist. Ich hole erstmal die Polizei dazu, dass sie hier einmal absperren und so, dass es einmal safe ist. Ja. Aber ich finde das schön, dass präventiv, wenn ein Unfall passiert ist, direkt alle rausfahren. Finde ich gut. Naja, Na, so okay, der gehört sich Herr. das, Ich oder? würde Sie jetzt einmal untersuchen, wenn das für Sie okay ist. Das heißt, ich würde Sie einmal betasten und gucken, ob Sie keine weiteren Schäden haben. Führen Wäre Sie das so sich in Ordnung für frei. Sie? Führen Sie sich frei. Ich lege einmal den Rucksack dort unten ab. Genau. Zack. Sehr schön. Gut, dann drücke ich einmal auf Ihr Bauch. Tut das weh? Ganz leicht, ganz leichtes Drücken und Ziehen. Ich denke mal, das kommt von dem Airbag. Leicht. Okay, dann an die an linkes Arm. Na, das ist okay. Die rechte Arm. Da tut es ein bisschen mehr weh. Okay, rechtes Bein.
Ist noch dran, es tut aber nicht weh. Linkes Bein? Oh, ja. Schritt. Ah, das war leicht eingeklemmt, glaube ich, zwischen den Pedalen. Ja, okay. Können Sie dann einmal Ihre Arme nachheben, also so einmal nach Funktion prüfen? Ich guck mal eben, ob ich meine. Ha, ich krieg die Arme heute nicht hoch. Y-Muskel. Ich weiß es doch, aber ich krieg die Arme trotzdem nicht hoch, weil die Arme wehtun. Die sind schwer wie Blei. Ich denke mal, das Okay. kommt durch den Gurt. Ja, okay. Gut, dann würde ich Sie einmal vielleicht, wenn Sie wollen, mit ins Krankenhaus nehmen, einmal für ein Röntgen. Ja, Sie jetzt können ist. natürlich die Mitfahrt auch verweigern, wenn Sie wollen. Nee, das Ding ist, der Ja. ADAC ist unterwegs. Können Also. Sie von Ihnen kurz ein Handy ausleihen? Für einen Moment? Von mir? Ja, ich müsste einen Anruf tätigen, wegen dem Haben Sie Einsatz. kein Handy mit? Nee. Ich muss mir einfach mal eins zulegen. Das ist schlecht, ne? Also. Jetzt ist Ja, die erste. eigentlich gebe ich ungern mein Handy weg. Ich meine ja nichts Schlimmes, können Sie ja überprüfen. Ich muss nur wegen dem Einsatz jemand anrufen. Also den Herrn John Dr. Matt Foster. Das ist wahrscheinlich ein Mitarbeiter von ihm. Natürlich. Also erstens, ich würde gerne mitfahren. Zweitens, ich habe noch Pakete innen drin. Ich weiß nicht, wenn ich das Auto hier stehen lasse, die Pakete, die ich Ja, ausgepackt das habe. wird ja eh abgeschleppt. Also das. Ne, das wird ja abgeschleppt. Ja, jetzt die Frage, sind die Pakete, die ich dann ausgeliefert habe, noch bei den Kunden? Ja. Das heißt, anschließend könnte ich dann auch weiterfahren. Und die Ja. Pakete, die ich ausgeliefert habe, sind dann auch noch ausgeliefert. Sehr schön. Jetzt Gut, ist es. Sie haben eine Verletzung. Sie haben eine weitere Wie alt sind Sie denn? Verletzung. 31. 31. Ihr Name? Robin von Sauerstein. Ach, Robin, hallo. Ja, moin. Kennst du mich noch von Hannover? So, Sie haben Handverletzung. Wie alt waren Sie? 31. Ich weiß nicht, was Sie mit Hannover 31. wollen, aber okay, gut. Ja, da war ich auch mal. Ja, ich Ramirez. kenne, ich keine Ahnung, was Hannover ist, aber gut. Ach so, okay. Okay, Leute. Jetzt die Frage, Du bla. weißt schon, dass er in Hannover gestorben ist und nicht existierte, Ramirez. Deswegen existiert er auch hier für uns im Kopf nicht. Wir kennen ihn nicht. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt mit ihm mitfahre, müssen wir noch auf den Abschlepper warten? Ich weiß ja Nee. nicht, der ist vor 10 Minuten hier weg. Ich hätte noch mal ein paar Fragen. Ich hätte ein paar Antworten. Ja, haben Sie Allergien? Gegen Menschen in gelben Jacken habe ich Allergie. Okay. Nein, das wäre jetzt Ironie. Nee, alles gut. Ich denke mal, ich bin. Der Kollege spielt auch gerne mit Mülltonnen. Sehr schön. Ja, Der fängt. beantworten Sie noch meine Frage. Ja, hab ich doch. Ich habe gesagt, ich habe keine Allergien. Okay. Medikamente nehmen Sie auch keine? Ich bin heute Morgen erst eingereist. Aktuell nicht. Keine Vorerkrankung haben Sie auch keine dann, ne? Nee. Gut. Mir hatte der Kollege gesagt, ich soll warten, bis er wieder da ist, bevor ich ihm was mache. Jetzt die Frage, haben Sie Kontakt zu denen? Mit dem? Mit dem Abschleppdienst? Nee. Hat er die Leitstelle denn an? Die Leitstelle ist im Moment nicht besetzt, ne? Ja, natürlich ist sie besetzt, Schätzlein. Die ist nicht besetzt. Natürlich ist sie besetzt. Geh mal rein. Die ist natürlich ist sie besetzt. Vom Abschiebdienst. Ah. Weil ich vorhin mit dem Vom gesprochen habe. Abschleppdienst. Ach so. Ne, Ja, von der hab ich Polizei. jetzt gedacht. Ich bin unterwegs ins KH. Hole Fahrzeug gleich bei Ihnen ab. Sauer Stein. Gut, dann weiß er auch Bescheid.
Sorry, wenn ich Ihnen das sage, ich würde lieber mit Ihrem Kollegen mitfahren. Ich weiß ja nicht, wo Sie noch hinten drauf fahren. Ich hinten drauf fahre, okay. Ich war niemand hinten drauf. Der Einzige, der mir hinten drauf gefahren ist, ist der Herr, der da steht, in der Weste und mit der Waffe rum. Ja, die können alle wieder kein Auto fahren, oder? Doch Gleichgewichtsstörung haben sie keine jetzt, oder? Ne, alles gut. Also sie können sich orientieren. Wir können los. Ja, Kollege, fährst du ihn? Ne, ich wollte bei ihm mitfahren. Aber er kann doch gar kein Auto fahren, so wie er fährt. Wie ich? Wie gesagt, nochmal. Ich bin keinem hinten reingefahren. Ja. Die Polizei ist mir hinten reingefahren. Ja, aber okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Entscheiden Sie, wer fährt. Ich sag mal so. Ich bin nur für ihn gekommen, er muss sich fahren. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Wagen. Was, Sie haben ein paar Valium? Ein paar Fragen. Ah, da ist der Abschlepper. Gut, dann machen wir den Abschlepper erst, gut. Dann wenn er jetzt auch schon da ist, sehr schön. So, obwohl, ne? Ja, ich komme gleich mit Ihnen mit. Ich frage mal kurz. Ne, ich kläre das ab, alles gut. Ne, aber kurz bei meinem Kollegen bleiben, bitte wegen. Der Herr? Hä? Sie müssen bei meinem Kollegen bleiben, er hat noch ein paar Fragen an Sie. Ja, der kann doch mitkommen. Dann sagen Sie ihm das. Warum kommen Sie nicht mit? Ich wollte das eben ganz schnell geklärt haben, damit wir gleich ganz schnell losfahren können. Ich trage noch was ein. Okay, der Pakete hat gesagt, ich darf rüberlaufen. Die Pakete bleiben sicher im Fahrzeug, ne? Ja, ich denke schon. Nicht, dass sie die klauen. Ich hatte nicht vor, Pakete auszutragen. Ich habe hinten drin noch 30 Pakete. Also mit dem Fahrzeug abschleppen wird schwer, muss ich dann gleich gucken. Entweder ich mache das Fahrzeug fit und es bleibt hier am Straßenrand stehen oder... Scheiße. Muss abschleppen. Ja, entscheiden Sie. Wie nimmt den Herr dafür? Genau. Wie viel Geld gibt's denn für ein Paket? Boah, gute Frage, weiß ich nicht. Okay, gut. Kann ich den Ausfall irgendwie geltend machen? Weil ich sag mal so, den Unfall habe ich ja fabriziert. Im Prinzip, ja. Ja, dann wird's schwierig. Dann haben sie ja keine Partei, wo sie das Geld machen können. Okay. Ne? Mhm. Ja, müssen wir gucken, wie sie es machen. No. Ich stelle erstmal die Airbags zurück eben. Ja, alles gut. Herr Sauerstein, wir fahren. Ja, ich wollte gerade reinspringen. So, darf ich mich nach vorne zu ihm kuscheln? Ja. Okay. Oh. Jetzt bin ich ganz vorsichtig hier links gegen den Busch gefahren und dann ist quasi der Airbag rum. Ah. 5 Minuten. 5 Minuten. Oh. Das mit dem Hydrant waren sie auch nicht, oder? Aber bisschen Funkverkehr gerade. Ich kann sie jetzt nicht verstehen. Okay. Ja, die halten, weil sie Sonderrechte anhaben. Naja, aber so ruckartig. Hat sich nicht so gesund angehört. Ah. So, die haben Schmerz im linken Arm, ja. Weiß ich nicht, ich habe ihnen das gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Können Sie sich bitte dran erinnern? Eventuell.
Weil die Untersuchung hat mein Kollege gemacht. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Sie können sich... Ich weiß nicht, ob links oder rechts oder... Sie wissen noch nicht, was passiert ist. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich bin rückwärts gegen den Busch gefahren. Dann sind die Airbags ausgegangen. Ja? Dann wissen Sie doch, was passiert ist. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich Schmerzen habe. Beide Arme, ein Arm, rechts, links. Ich habe doch keine Ahnung, der Kollege hat die Untersuchung gemacht und sich das notiert. Ja, wie denn? Sie haben keine Ahnung. Wenn Sie Schmerzen haben, dann müssen Sie es doch wissen. Ja, kann auch sein, dass es kurzfristige Schmerzen waren, die kurzzeitig auftreten. Ich habe doch keine Ahnung. Sie sind doch Arzt. Ja, aber ich stecke nicht in Ihren Körper drin. Ja, aber Sie werden ja mitgeschrieben haben, was der Kollege sich aufgeschrieben hat. Ich könnte noch mal reinschauen, dafür müsste ich aber kurz stehen bleiben. Dann fahren Sie doch erst zum KH. Zur Klinik. Ja, ich muss aber jetzt über Funk eine Übergabe machen. Ja, bitte. Also, treib nach. Sie sagen, wenn irgendwas ist, ja? No. Außer, dass ich auf Klo muss. Das stimmt. Ja, jeder 71-2, sprechen Sie. Ja, das hast du verstanden. So, genau. Mal abschneiden. Muss ich da mal aufsteigen. So, ich begleite sie dann noch mal mit rein. Ja, die Tür klemmt. So. Dann auf. Genau. Herr Sauerstein? Ja? Wir machen keinen Kaffee und Kuchen hier. Ja, wenn ich keine Anweisung bekomme, wo ich hin soll, dann weiß ich auch nicht, wohin. Wohin? Was? Ja, wohin? Er führt ihn in die nächste Hausarztpraxis. Kommen Sie. Ah, endlich mal einer. Probleme? Nee, es hat mir keiner gesagt, dass ich mitkommen soll. Natürlich. Wir haben laut genug geschrien. Ja, nur den Kollegen im Blau habe ich gehört. Okay. Kommen Sie einfach, ich will was anderes sagen. Oh, so, wunderschön. Griff, mein Name, behandelter Arzt, Unfallchirurg, Herz-Thorax-Chirurg und Urologe vom Dienst. Wunderschön. Die dürfen sich dort einmal hinlegen.
gut. Oder hinsetzen, ließen. Am Ende hinlegen. Herr Rettungssanitäter oder nur das, ich weiß gerade nicht, was es ist. Einmal Übergabe, sag an. Ja. So, wir haben den Herrn Straßenrand aufgefunden. Bei Bewusstsein. Ich habe da mit ihm geredet. Keine Auffälligkeit mit dem Sampler, außer bei S. Mit Schmerz am linken Arm. S? Und mit Symptome. Wollen wir eventuell ABCDE machen oder gab es da wirklich nichts? Ja, da gab es auch nichts. Er kann gut atmen, keine Auffälligkeiten und so weiter. Hast du gemessen Herzfrequenz? 120 zu 80. Was ist denn genau passiert überhaupt? Sturz? Hey, achso, oder? Herzfrequenz, ja, oder? Nee, was denn? So. Nach Verkehrsunfall, der Herr ist während dem Verkehrsunfall, also er ist rückwärts in einen Busch gefahren, ist dann, Alter, es ist auch richtig passend gerade, ne? Kurz den Ball übergabe. Hat sich dann so wehgetan, dass er... Also, ja. Such schon nach Verkehrsunfall, was hat er jetzt? Dann beginn doch einfach mal schnell damit, so. Genau. Okay, sonst irgendwas. So habe ich vom Griffin direkt. Red einfach weiter. Mach den Funk aus und red einfach weiter. Wir kümmern uns darum. Ich kümmere mich. Ich höre ihn einfach zu und schreibe alles auf. Wir müssen mir nur sagen, was. Was willst du denn jetzt noch hören von mir? Naja, du hast gesagt, Samplers bis auf S ist unauffällig. Ja, außer ansonsten... bei S ist den Kaum halt. Okay. Also wir haben kein X-Problem, kein A-Problem, kein B-Problem, kein C, also wir haben generell kein XABCDE-Problem. Genau, das gar nicht. Schmerzenskala angegeben hat er? Das hat er nicht, aber ja, gut. Also keiner. Moment. So, Hallöchen. Ich muss jetzt auch leider wieder pendeln. Ja, alles gut, du kannst weitermachen. Also, Kuni, hallo. Ich höre natürlich mit. Ja. Er hat mich nach einer Schmerzenskala gefragt. Mhm. Deswegen. Ja. Was deswegen, haben Sie da angegeben? Von 1 bis 10? Ich habe gar nichts angegeben, weil er nicht gefragt hat, aber ich hatte eine 6. Ja. Alles klar. Ansonsten. Wie bitte? Wie geht's Ihnen denn aktuell? Naja, die Airbags sind halt rausgekommen, waren halt warm. Ja, wie, warum sie? Irgendwie Schwindelübelkeit. Boah, na. Nee, aber warum brauche ich. Sie sind doch auch zum Einsatz angefahren. Ist doch ganz okay. Eigentlich. Also, sie haben keinen Schwindel, keine Übelkeit. Trotzdem gar würde ich die Aussage von ihm aufnehmen. Gibt es die Möglichkeit, dass der Kollege ein bisschen leiser spricht? Würden nicht so schreien. Ja, danke. Nee, ich sag mal so, sind die alle unsichtbar? Im Prinzip habe ich nur ganz leicht, also ich sag mal so, mittelstarke Schmerzen. Da war ein Pool, da habe ich meine Füße reingehalten und meine mittelstarke Schmerzen auf einer Skala von 0 gar kein Schmerz, bisschen unerträgliche. 6 hat er angegeben. Na, da war ein Pool, da habe ich meine Füße halt reingehalten. Der Pool war halt kalt, um meinen Körper zu stabilisieren. Waren Sie nicht klar. In einem Auto? Ich war in einem Auto, konnte aber noch aussteigen. Der Pool war, das waren 15 Meter. Da habe ich mich quasi hingeschleppt. Na gut, ganz wichtig. Ist Ihnen irgendwie übel, schwindelig oder sonst irgendwelche Beschwerden am Kopf durch den Airbag? So. Aktuell nicht. Für dich, ich habe gerade nochmal mit Gabel Rücksprache gehalten. Quetschverletzung, linkes Bein und Arm, linker Arm war eine Klemmverletzung. Ja, jetzt bitte nicht. Sie arbeiten ja nicht. Nein, bitte nicht ganz so sehr. Ich verstehe gar nichts. Thema Einsatzberichte. Nicht schreien, danke. Meine Güte. So, wir suchen es nochmal von vorne. Bitte. So. Güte. Hallöchen, Bastian Müller, mein Name. Angehender Krankenpfleger. Okay. So, jetzt. Alles klar. Sie also, haben wie gesagt, Quetschverletzung.
Ein Moment. Linkes Bein, Kreuzverletzung, linke Arm, Klemmverletzung und nach Rücksprache mit Gabel, D-Problem. D-Problem aufgrund Person konnte leider Gottes die Arme beide nicht heben. Deshalb habe ich gesagt, okay, D-Problem. Welcher Arm war die Klemmverletzung auch links? Links. Beides links. Linker Arm, linkes Bein. Na, alles klar. So, und jetzt nochmal für Sie eine hohe Griffin, mein Name, wunderschön. Behandelnder Arzt, Arzt in Unfallchirurgie, Herz-Thorax-Chirurgie und ansonsten Urologe. Oh, den könnte ich auch noch gebrauchen, den Urologen. Ich glaube, ich habe mir da unten was geklemmt, aber das ist eine andere Sache. Können wir gerne später darüber mal quatschen bezüglich eines Termins. Sehr schön. Genau. Ja, Ihnen geht's nicht gut. Sonst wäre ich nicht hier. Wir wollen nicht wissen, was für Patienten ich hier bekomme. Dann bin ich wahrscheinlich der Beste. Nee, ich sag mal so, von meiner Sache wäre ich nicht mitgefahren. Die Ärzte bestanden aber drauf. Ich wäre wahrscheinlich mit meinem Fahrzeug ganz langsam. Ich hätte mir Kühlbeck irgendwo hingepackt, hätte das eine halbe Stunde draufgehalten, wäre dann mit meinem, weil mein DRL-Fahrzeug steht nämlich noch oben in der Berge. Was heißt in der Berge? Ja. Gut, okay. Weiß ich erstmal Bescheid. Wir können gleich weiter quatschen. So, Miller. Ja. Für dich. Ja. Schuhe aus, Hose aus, Shirt von dem Herrn. 12-Kanal-EKG, du druckst mir das einmal aus. Ich schaue es mir einmal an. Trauma-Check von Kopf bis Fuß. Die Verletzungen dokumentierst du für mich. Und ansonsten, sobald du da fertig bist, machst du auch bitte nochmal bei den Werten. Du kannst ja selbst Puls, Blutdruck und SpO2 und sowas alles und Scheiß. Ja. Kannst du dir ja selbst anschauen. Auswertung der Herzfrequenz mache ich dann. Sobald wir damit beide fertig sind, möchte ich gerne CT, MRT, Röntgen. Alles klar, kriegst du. 1A. Gut, Herr von Stein. Ich geh mal kurz raus, Herr von Sauerstein. Ja. Dann ziehen Sie sich einmal komplett aus, Schuhe, Hose. Ich versuch's gerade ganze Zeit. Jetzt muckt meine Nase auch noch. Geil. So, dann schauen wir mal. So. Wie mache ich mich denn nackig? Geil. So. Dann sehen wir, woran ich denke, und dann wissen sie es. No, jetzt noch die Hose und dann noch die Schuhe. Wollen Sie wirklich, dass ich die Schuhe ausziehe? Ja. Wenn Sie gleich umkippen. Ja, bitte. Wenn Sie gleich umkippen, kann ich da nichts für. Und dann ziehe ich mir einfach eine Maske auf. So, und dann legen Sie sich noch einmal ganz kurz hin. Ich lege Ihnen einmal kurz ein EKG. Das könnte kurz ein wenig kühl werden, ne? Warten da. Einfach. So. Komm, legen Sie sich wieder hin. Warte, ich spring mal kurz. Geben Sie mir mal kurz 30 Sekunden. So, jetzt. So ist ja schöner, oder? Auf jeden Fall. Gut, dann EKG klebt soweit. Moment. Mal ja, mal dran, der Spaß. Vorsicht, ich habe mich nicht rasiert. Also ich weiß nicht, ob die kleben. Naja, gut, dann nochmal. Das sollte aber so hinpassen. Okay. Gut. Dann machen wir einmal ganz kurz, drucken wir das aus. Schauen wir mal ganz kurz. Ich mache mal das. Wunderbar. Super. Gut, dann mache ich bei Ihnen einmal einen kleinen Bodycheck von oben nach unten. Sie schreien einfach auf, wenn Sie irgendwelche Schmerzen haben. Ich beginne beim Kopf. Sie drücken schon die Punkte, dass ich müde werde. Ja, um Gottes Willen. Ich schlafe ihn gleich ein. Okay. Okay, um Gottes Willen. So, am Kopf wird erstmal keine weiteren. Voilà.
Keine weiteren Auffälligkeiten. So, ich leuchte Ihnen einmal ganz kurz in die Augen. Schauen Sie einfach hier auf meine Nasenspitze. Ja gut, die ist jetzt ein bisschen von der Maske verdeckt, aber Sie wissen ja ungefähr, wo meine Nase ist. Im Gesicht hoffentlich. Richtig. Einfach dahin schauen. So und so, wunderbar. Beidseitig Isochor und Lichtreagiebel. Dann schauen wir doch mal weiter. Gut. Ansonsten Kopfschmerzen oder so haben Sie jetzt keine mehr, ne? Hatte ich jemand Kopfschmerzen? Ich glaube nicht. So, schön. Dann einmal hier der linke Arm. Da hatten Sie ja eine Quetschverletzung, wie eben mitgeteilt wurde. Gut möglich. Wie geht's denn da dem Arm? Der ist noch dran. Alles klar. Also die machen mir gerade ein bisschen Angst. Wieso? Na, die Hand geht an Stellen, wo die eigentlich nicht sein soll. Aber alles, ist okay. Alles gut. Naja, ich bin ja. Ich taste gerade ihren kompletten Körper ab. Also okay, dann ist auch, es okay. Darunter zählt natürlich auch die Hüfte. Ich versuche es so unangenehm wie möglich zu machen, aber ich kann es ja leider nicht ändern, ne? Na, alles gut. Super. Dann alles klar. Linker Arm haben wir auf jeden Fall. Wir haben hier an ihrem Oberarm links auf jeden Fall starke, oh Gott, Quetschungsmuster. Okay, ansonsten. Es fühlt sich jetzt nicht locker an. Das ist auch schon mal gut. Es ist jetzt mal kein Verdacht auf eine Fraktur. Wir machen dann aber gleich sowieso nochmal CT-Röntgen und den ganzen anderen Spaß, ne? So, am rechten Arm, irgendwelche Schmerzen? Nö, nee, alles super. Wunderbar. Gut, dann gehen wir mal ja weiter. Ich bin immer noch dabei. Wir sind gleich fertig, machen. Jetzt sind wir ja auch mal anschauen. Ja. Herr Sauerstein, Mensch. Wie bekommt man das mit dem Fahrzeug hin? Oh, gute Frage. Bei Ihnen ist es ja scheinbar passiert und Sie haben es ja hinbekommen. Mit dem Fahrzeug? Ich bin eigentlich nur rückwärts gefahren gegen den Busch und der war ein bisschen härter. Warum sind Sie denn durch den Busch oder in den Busch? Na, ich habe gedreht und dann habe ich Bremse mit Gas verwechselt und dann war ich drin. Aber Sie müssen ja auch geschaltet haben, um dort überhaupt reinzukommen. Nee, ich bin ja rückwärts gefahren. Ich war im ersten und fahre ja dann auch im ersten. Aber dann fahren Sie doch nicht automatisch rückwärts. Im ersten fahren Sie normalerweise vorwärts. Das sind Postfahrzeuge, die spinnen manchmal rum. Sind Sie sich da sicher, dass es daran liegt? Ja, richtig. Deswegen bin ich auch rückwärts statt vorwärts gefahren. Ich war im Vorwärtsgang, aber erst rückwärts gefahren. Wenn Sie es sagen. Ich habe hier bei deiner Seite liegt das ausgedruckte EKG, ne? Ach so, ja, das kann ich mir endlich mal anschauen. Hier vorne vermute ich das, oder? Was da hinter mir liegt. Ja. Naja. Dann schauen wir doch mal. Hatten Sie schon mal irgendwas mit dem Herzen? Gute Frage. Oh, ein Nucky Die. Ja, das wollten Sie immer schon mal einen sehen, oder? Natürlich, natürlich. Okay, gut. Sie wollen nicht wissen, wie viele der sieht, die auch noch nackt sind. Und er wird da sogar noch für bezahlt. Frechheit. Ist richtig. Allerdings. Eigentlich bezahle ich ja mal Leute, um sie nackt zu sein. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Dann machst du aber natürlich eine
Nicht hauptberuflich. Jetzt haben wir noch einen Seehund da. Ja. Und das ist ein Meerschweinchen. Also, wir sind eigentlich gerade noch mittendrin. Wir können dir in der... Ich sag jetzt einfach mal 16:20 sagen. Also ich kann dir um 16:20 alles soweit sagen. So, Griffin schickt dir mal meinen Buch steht. Griffin schickt dir meine Notizen über Mail, ne? Jo, ja, also ich komme gleich raus. Okay. Kurze Frage, wenn Sie das Ergebnis, wenn das so schlecht ist, dass Sie mich hier behalten müssen, wäre ich froh darum um mein Zimmer mit Fernseher. Weil ich habe das Gefühl, das könnte nicht dauern. Sie nachts? Ja, nicht von Ihnen. Aber dann bin Sie aber von was Gutem träumen. Ja. Ich sag's Ihnen so, wie es ist, ne? Das ist der beste Arzt, den ich bisher gesehen habe. Also ich sehe jetzt zwar viele Ärzte, ne, aber mit keiner verstehe ich mich so gut wie mit Ihnen, ja, also. Ich hasse Sie. Oh, love is in the air. Also, dieses Rhythmus ist noch... Könnte ich ganz kurz mit meinem Kollegen sprechen? Der Sinusrhythmus ist normal, ist soweit natürlich, also die Sinusaktivität im rechten Vorhof ist auch gut. Die Herzfrequenz selbst. Wie viel hattest du da? 60. Wie viel? 60? 80. 80. IQ-Intervall. Sag die Zahl. Ja, ist gerade bei 0,13, hätte ich jetzt gesagt. Cool. Ist komplex. Oh, so gut aus. Ich halte mal auf die ST-Strecke. Ja, kleinere Veränderungen, aber jeder hat mal so eine kleine Herzkasper, nenne ich es jetzt einfach mal. Sieht mir im Großen und Ganzen gut aus. Das bedeutet, ja, Sinusrhythmus ist vorhanden, ist aber super. Herzfrequenz, ja, ist auch super. PQ-Intervall gut. QRS-Komplex super, ST-Strecke auch. Oh. Immer den Rest jetzt durch, aber. Scheint sogar gut zu sein. Jetzt geht's um deine Ergebnisse. Soll ich sie vortragen oder willst du ablesen? Hab sie so nicht. Alles super. Klar. Lass mich hier mal schauen. Kannst du lange weitermachen, alles gut. Wie gesagt, bereitest du den gleich nochmal vor, kümmere dich um oberflächliche Verletzungen. Im allergrößten Fall einfach Schienen und wie gesagt, MRT, CET, Röntgen. Haben wir da auch schon mal was? Haben wir schon oder? Mit dem OPN oder? Oder wieder? Machen wir jetzt noch fix? Haben wir es mit dem mobilen Ding gemacht oder machen wir es jetzt noch fix? Das haben wir leider nicht hier. Das ist das Problem. Schade. Darum bin ich auch gerne im Schockraum, schrecklich OP unten. Alles klar. Ich springe dann mal erstmal hoch zum Röntgen, ne? Ja, mach nur. Ich werde die am Ende aus, alles super. Gut, dann stehen Sie einmal mit auf, ich helfe Ihnen einmal. Oh, genau. Wenn du sonst gleich Zeit hast, kannst du ja noch kurz zum Beamten gehen, dann hat er auch das, was er will. Ja, gut. Dann folgen Sie mir mal bitte. Warte, ich schmeiß ganz das Ding hier weg. Soll ich nackig laufen? Ja. Ist mir auch egal. Ich bin Jesus. Ich laufe immer nackig. Ich schreib's jetzt aber hin. Achtung. Moinsen! Dankeschön. Geht die Tür nicht auf? Gegen die Tür treten hilft manchmal. Laufe ich grün oder laufe ich blau? Ist egal, wie die laufen. Okay, gut. Einfach nach oben. Warte. Ach, schade, hat nicht funktioniert. Einmal hier in die Radiologie rein. Oh, gibt's da Radios? Nee, Radiologie aufgrund von Dingens, ja. Röntgenstrahlung. Ah, okay. Warte, ich schau ganz kurz. Nee, hier nicht. Hier rein.
Was ist denn das da rechts für eine Atombombe? Gut, dann dürfen Sie sich hier einmal... Alles gut? Ja, alles gut. Ich habe nur gerade gedacht, was ist denn das hier für ein Moped da hinter Ihnen? Das ja. Kann ich Ihnen tatsächlich selber nicht beantworten. Das ist wahrscheinlich hier für die ganze Technik und alles. Sie dürfen sich einmal hier hinlegen mit dem Kopf aufs Kissen. Na, jetzt schauen wir mal, wie lege ich mich denn jetzt hin? Ich guck mal eben. So, machen Sie es. Hätte ich jetzt auch gemacht. Wunderbar, aber bitte mit dem Kopf Richtung, mit dem Kopf auf den Kopfkissen, also in einmal die andere Richtung drehen. So. Einmal drehen. Genau. Und einmal hinlegen. Ja. Gut. Warten Sie. Können Sie das Röntgengerät drehen? Vielleicht reicht das ja so. Normalerweise sollten Sie es so hinlegen können, wie ich es eben gemacht habe. Aber gut. Sie können auch nochmal aufstehen und sich kurz um 90 Grad drehen. Das sollte, glaube ich, auch kein Microphone activated. Na, ich guck mal. Also. Einmal zu mir drehen. Einmal zu Ihnen drehen. Genau, einmal hierher. Und dann dasselbe jetzt nochmal machen. Wunderbar, passt. Schon besser. Gut, dann einmal hier das ausrichten. So, wunderbar. Und dann bin ich gleich bei Ihnen. Ne? Oh, heute keine Bleischürze, aber ist okay. Boah, stimmt, da war ja noch was. Ich sag's ja nur. Ich meine, wir röntgen ja nur das Bein, aber ich glaube, sicher ist sicher. Ja. Ich hole sie ganz kurz. Okay, danke. Ja. So. So, ich lege den hier einmal drüber. Sie sind der Beste. Nicht erschrecken. Einen Hosenschutz wollen Sie sich selber anziehen? Was? Ein Hosenschutz? Glaube ich besser. Ja. Ja, ich liege doch quasi schon auf der Britsche. Ich glaube, das hält. Okay, gut. Dann bis gleich. So, das war's schon. So, ich nehme ihn einmal die Schütze wieder ab. Also, leg's einmal kurz hier rüber. Dann können sie einmal wieder aufstehen. Muted. Genau. Und dann bringen wir sie jetzt einmal noch runter ins MRT. Derweil wird das Bildchen... Ups. Ich glaube, da ist... Jetzt habe ich noch Schmerzen im Fuß, aber ist okay. Ja, gegen eine Glaswand zu treten, ist vielleicht unbedingt immer die beste Idee, ne? Ne. Ich wollte eigentlich nur durch die Tür laufen. Ja. Gut. Dann auch immer hier. Oh, ich liebe diese Türen. Ich weiß. Hey, Zwecke, hey, Zwecke, hey, Zwecke, ho. Ach, schön. So wie Gott ihn schuf, oder? Röntgenbilder sind auf dein Tablet geschickt worden, ne? Hier lang. Hier lang. Nein, falsche Richtung. Da raus! Sie wollen hier lang. Achso, okay. Ich hab gedacht, wir gehen außenrum noch ein bisschen an die frische Luft. Ist Lemmy warm im Gebäude. Also, dass sie warm ist, ist eigentlich ein Wunder. Sie laufen ja nur mit einer Unterhose lang. Ja, trotzdem ist mir warm. Sehen Sie nicht, wie rot der Körper ist? Nee, tatsächlich nicht. Ich... Okay. Wie kommt es, dass Sie grüne Haare haben? Ja, das waren die Röntgenstrahlen gerade. Ja, die hatten sie schon davor. Achso, färbt das alles ab. Okay. Der Stress, meinen Sie? So.
Mal gucken, ob die Tür aufgeht. Wunderbar. Oh, Feuerlöscher, Feuerlöscher. Ja! Ach, schön. Bitte nicht berühren. Nur weil sie sind. Dankeschön. Aber das ist toll. Das ist genauso wenig. Das ist für die Feuerwehrleute und sie sind, glaube ich, noch kein Feuerwehrmann. Ja. Also ohne sie jetzt hier beleidigen zu wollen. Nur weil ich einen Schlauch heiße, egal, ist ein anderes Thema. Oh Gott. Dann dürfen sie sich auch hier einmal auf die Liege legen. Ich guck mal eben. Schade. Mal schauen, ob mein Körper so will. Ja, nochmal um 90 Grad drehen vielleicht. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Und ein bisschen mehr in die Mitte gehen. Genau. Und jetzt nochmal zu mir drehen. Und jetzt so. Können Sie sich hinlegen? Ja. Wunderbar. Sie bekommen von mir jetzt noch einmal Kopfhörer auf, diesen Geräusch dämmend, damit Sie nicht ganz so durchdrehen bei dem ganzen Geratterer. Bitteschön. Danke. So können Sie sich dann gleich aufsetzen. Und Sie bekommen einen Panikknopf, wenn Sie den Panikknopf drücken, einmal die Hände heben, dann wissen wir Bescheid. Wie soll ich die Hände heben, wenn ich vorher nach dem Unfall auch meine Hände nicht heben könnte? Einfach nur, damit wir es sehen, also bildlich gesehen. Okay. Gut, und dann bis gleich. Ja, lassen Sie sich Zeit. Ja, es dauert sowieso ein kleines bisschen. Alles gut, passt schon. Alles klar. Kopfhörer vergessen, Kopfhörer nicht vergessen. So, das war's auch schon. Ja, so verstanden. Wir stimmen hier einmal die Kopfhörer ab, den Panikknopf entgegen. Alles klar, gebe ich dir gleich durch. Gut, dann folgen Sie mir mal bitte. Mikrofon activated. Aber ohne mich zu schlagen am besten. Stimmt die Uhr? Oh, na, nee. Nee, nicht ganz. Für dich zur Info, ich würde ihn in Zimmer 200 bringen. Ene, mene, Mister, auf geht die Kiste. Haben sie mich ordentlich zugesetzt eben. Geht das vielleicht, dass sie schneller gehen können? Wenn nicht, dann trage ich sie einmal fix. Warum nein? Wir sind realistisch. Ich bin nicht der Schnellste. Ja.
Sie sind nicht mehr der Schnellste, dann helfe ich ihn einmal, pack ihn einmal auf die Arme und. Na, los. Wenn Sie mich jetzt anpacken, dann tut mir noch mehr weh. Dann können Sie mich operieren. Lassen Sie es lieber. Ja, linkes Bein. Sie hätten ja einen Rollstuhl nehmen können, dann hätten Sie mich da reinsetzen können, dann hätten Sie mich schieben können, dann wären Sie schneller. Ja, das Problem ist, die Firma hat die Rollstühle nur für Deko verwendet. Ja. Da kann ich nichts für. Gut, ja, auf Patient geht's. Kommt gleich. Und ich laufe schon so schnell, wie ich kann. Ja. Einmal mitkommen? Ja, ich versuche die Tür hier aufzumachen. Der Sensor ist mal wieder kaputt. Ja, so ist er nochmal. Haben Sie meine Taschen mitgenommen aus dem Röntgen? Die habe ich alle mit bei mir, ne? Keine Sorge. Sehr schön. Dann geht's da vorne einmal rechts. Rechts? Okay. Rechts rum. Das ist das falsche rechts. Sie haben doch gesagt rechts. Das ist das falsche rechts. Ja, das ist das falsche rechts. Herr von Sauerstein. Ich sollte doch rechts gehen, bin ich doch. Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Hilfe! Wo muss ich hin? Hier wird wohl richtig sein. Falsch, oder? Falsch. Wo nicht sind Sie denn? An. Ah, da sind Sie. Ich hab doch gesagt, rechts, nicht links. Ich bin doch rechts gelaufen. Nein, sind Sie nicht. Na, ich komme eigentlich aus Amerika. Bei uns ist rechts links. Also, rechts ist immer noch rechts. Einmal hier lang. Und einmal hier rein, bitte. So, und dann dürfen Sie sich hier einmal einen der beiden Betten aussuchen. Dann können Sie sich das mal hinlegen. Kann ich mich hinlegen? Ah. Viel Spaß. Naja. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Sind Sie jetzt schon? Ja? Nee, ich lieg noch nicht richtig. Geben Sie mir nochmal 15 Sekunden. Wir wollen ja auch, dass wir richtig liegen, oder? Mikrofon aktiviert. So, einen Versuch mache ich noch. Komm, ist mir jetzt auch egal. Ich liege. Gut, also, ups. Wären Sie jetzt bereit, eine Aussage zu tätigen? Im Unfall? Ist eigentlich ganz schnell erklärt. Moment. So, dann erzählen Sie mal. Was soll ich da großartig erzählen? Ich war Pakete ausliefern, hab den Rückwärtsgang hab den Vorwärtsgang eingelegt, aber der Rückwärtsgang wurde aktiviert und ich bin rückwärts in den Busch rein. Airbags sind rausgegangen und das war's dann auch schon. Es war halt ein Alleinunfall. Bitte, sagen Sie es nochmal? Das war halt ein Alleinunfall. Da schildern Sie nochmal bitte die Situation. Achso, war ich zu schnell? Wie waren Sie zu schnell? Weiß ich noch nicht. Nein! Die Geschwindigkeit nicht gemessen. Nein! War ich zu schnell, um Ihnen das zu erzählen, dass Sie mitschreiben können? Ja, Sie waren zu schnell. Okay, gut. Dann mache ich das ganz langsam. Also, ich war Pakete ausliefern, wollte vorwärts fahren. Das Auto ist aber rückwärts gefahren, so dass ich rückwärts in einen Busch reingefahren bin. Es gab einen Rums und Airbags gingen raus.
Wunderschön. Brauchen Sie noch Zeit? Nö, ich schreibe nur noch. Mehr war ja nicht. Mehr war ja nicht. Es war ein selbstverschuldeter Unfall. Gut. Ja, dann beim Patienten. Rein. Gut, dann passt es soweit. Okay, ich bedanke mich. Wenn Sie noch was haben wollen, die Telefonnummer müsste in Akte stehen. Da habe ich schon alles nachgeschaut, das passt. Okay, wunderbar. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an mich? Ich finde das schön, dass Sie so kompetent sind und mir direkt geholfen haben. Wussten Sie, das ist die Aufgabe der Polizei? Ich sag mal so, hätte ich die Polizei nicht über den Notfalltelefon angeschrieben, wäre die Polizei wahrscheinlich nicht gekommen, weil eigentlich war nur der ADAC hier dieser Abschleppdienst vorgesehen. Ich habe die Polizei selbstständig dazu gerufen. Okay. Im Prinzip hätte die Polizei nie was von meinem Unfall erfahren, hätte ich die Polizei nicht über das Notfalltelefon angeschrieben. Okay. Ja, weil im Prinzip, der Abschlepper, der hat ja schon gesagt, er kommt. Im Prinzip, hätte der Rettungswagen auch nie was davon mitbekommen. Das ist ja aber schön, wissen Sie? Das ist ja wirklich schön anzuhören, nur Sie hätten den Rettungswagen und die Polizei so oder so rufen müssen. Und hätten Sie nur den Rettungswagen gerufen, wäre die Polizei ebenfalls automatisch alarmiert worden. Richtig. Wissen Sie? Ja. Also, ja, was wollen Sie jetzt damit sagen? Deswegen, was wollen Sie mir jetzt sagen? Sind Sie jetzt stolz auf mich oder nicht? Natürlich rufe ich die Polizei immer. Aber ich bin jetzt nicht stolz darauf, dass Sie ja sagen, Sie haben die Polizei angerufen. Das ist keine Meisterleistung, allerdings. Natürlich, natürlich ist das. Ich sag mal so, ich arbeite für mich, wie soll ich Ihnen das erklären? Wie es ist. Warum ist es keine Meisterleistung, die Polizei anzurufen? Für mich ist es das Erste, was ich mache. Der Abschlepper war ja da. Und ich war froh, dass die Polizei... Ich stand da ja schon eine Viertelstunde. Bis dann. Wenn Sie sagen? Ja. Ja, dann wird das bestimmt... Wie bitte? Ja, wenn Sie sagen, die Polizei wird Ihnen da sicher recht geben, dass es vom Vorteil ist, die Polizei auch zu rufen. Also... Ja, dann sind wir doch einig. Was wollen Sie da noch rumheißen bei rumreden? Es sind doch jetzt alle da, ich liege hier auf meinem Bett, die Polizei ist da, alles bestens. Ja, dann ich würde jetzt eigentlich gerne meine Ergebnisse mal mitteilen, nur dachte die Polizei denn dabei sein, oder soll die den Raum verlassen? Ich weiß doch nicht, wie es hier in Kronwald ist, ob die Polizei bei sowas dabei sein muss oder nicht. Nein, darum frage ich Sie doch. Ja, ich weiß es doch nicht. Sie sind doch der Arzt. Ich kenne doch Ihre Gesetze hier nicht. Ich bin erst einmal eingereist. Ja, Datenschutz sollen Sie kennen. Herr Beamter, ich glaube... Schönen Tag Ihnen noch. Denken Sie an den Sammeltermin. Gut, okay. Wir haben einmal die Ergebnisse. Es liegen aktuell keine Anzeichen für Knochenbrüche oder strukturelle Veränderungen beim CT des linken Beins vor. Weichteilstrukturen scheinen intakt und unauffällig. MRT der unteren Extremitäten weisen ebenfalls auf keine muskulären Sehnen- oder Bänderverletzungen hin. So, wieder da. Zeigen jedoch ein Anzeichen einer Instabilität oder einer subluxierten Patella. Das erkläre ich Ihnen später dann noch. Ansonsten keine Frakturen oder strukturell, ich kann nicht mehr reden. Aber ansonsten keinerlei Frakturen oder strukturelle Abweichungen im Rippenabdomen zeigen keine pathologischen Befunde. Jetzt kommt das große Aber aufgrund der Schmerzen. Symptome haben Sie angezeigt, starke Schmerzen im Bein, im Kniebereich, ich sage jetzt einfach mal Bein, sondern bei Belastung und Bewegung kann das sein.
So in etwa habe ich es genannt. So in etwa. Was hat denn daran nicht gestimmt? Dann tut es mir natürlich leid, dann verändere ich das nur. Ich habe eigentlich nur gesagt, Schmerzen im Brustbereich und linkes Bein. Linkes unteres Bein. Linkes untere Bein. Oder welchem Teil des Beins? Ja, der untere. Der untere. Unterschenkel. Unterm Knie. Gerade. Unterm Knie. Ja, gute Frage. Fragen Sie Schienbein. Da ist viel was. Bin ich Arzt? Ich sage Ihnen, ich habe Schmerzen untere. Ich weiß doch nicht, ich bin nur ein Einwohner hier. Ich bin doch kein Arzt. Ich weiß doch jetzt nicht, wie da ist. Miller? Hm. Bereiten Sie einfach eine Kühlung vor und. Wechseln. Moment. Mehr kann ich leider auch nicht tun. Klärungen werden leider nicht angenommen. Kühlen und dann passt das. Dann, falls Sie was brauchen, der Pfleger ist da. Ich habe gerade versucht, es Ihnen irgendwie zu erklären. Leider aber nicht möglich. So, dann kriegen Sie eine gute Besserung. Wo willst du die Kühlung dran haben? Am Bein. Wo der Herr Patient das haben möchte. Alles klar. Gut. Wo er Schmerzen hat. Wo haben Sie denn Schmerzen jetzt so? Können Sie es genau beschreiben? Linkes Bein unten. Linkes Bein unten, also das Schienbein hier. Ah, oh, das fühlt sich gut an. Ich glaube, das war's. Wunderbar. Ich lege Ihnen das jetzt einmal dran, wickel das einmal um. Mhm. Und dann warten Sie mal noch so 15 Minuten. Mhm. Wenn irgendwas ist, kontaktieren Sie uns via das Notruftablet. Mhm. Oder das Notruf-Handy, besser gesagt. Und dann komme ich als Pfleger gerne zu Ihnen hoch. Mhm. Gut. Dann sollte was sein. Passt das, wenn nicht, dann komme ich in 15 Minuten vorbei. Mhm. Gut, bis gleich oder nachher. Gut, 15 Minuten. Das wäre 16:35. Schau mit vor, Robin. Tschüss.